Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny Roy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Hey, da ist Donkey Kong. Den dürfte es ja wohl jetzt ein bisschen einfacher sein, ne? Gucken wir mal. Hier haben wir einen Kondor. Hauen wir den aus der Luft. Der Wohnungskämpfer. Ja, okay. Ich glaube, mit Donkey Kong ist unsere Erfolgsrate so ein bisschen am besten. Also nehmen wir den weiter, ne? Oh. Warum sagst du mir nicht, dass dein Dings ist? Alter! Immer der gleiche. Irgendwie sind die Gegner, die mitten dabei sind, irgendwie die schlimmsten. Wisst euch. Der macht überhaupt nichts. Soll ich sie eigentlich verarschen? Deswegen werde ich eingefroren, ey. Das ist aber unfair, ey. Schaffe ich das auch noch nicht. Ich habe den falschen geworfen. Ihr willst mich eigentlich verarschen. Komm, wir face hier runter. Boah, das darf einfach nicht wahr sein. Ey. Dieser Pisser. Earthbound. Weiß nicht, wurde mir mal empfohlen, dass ich das ausspielen soll. Ich so ein Rollenspiel-Fan bin halt, ne? Da weiß nicht. Earthbound tut mich irgendwie überhaupt nicht reizen, so. Weil irgendwie, so wie ich das verstehe, ist das mehr so realitätsgetreu halt. Also du spielst halt nicht irgendwie in der Fantasy-Welt, sondern in der echten Welt halt. Du kämpfst auch mit echten Gegenständen oder irgendwie sowas. Die Baseballschläger und Jojos und was weiß ich. Kämpfst gegen irgendwie normalen Leute und was weiß ich. Weiß nicht. So auf sowas stehe ich jetzt nicht so unbedingt, mit einigen Ausnahmen. Fallout zum Beispiel. Ich habe lieber eine Fantasy-Welt. Boah, Junge! Wo willst du mich jetzt hier verarschen? Alter! Dieser Pisser, bleib gefaced hier! Und krieg ich den nicht down? Hey, wie kann man die Charaktere so nervig eingestellt haben, ey? Ich hab den ja überhaupt nicht gekriegt, ey. So. Ich klatsch dich einfach. Beim der Boden ist, kann ich nicht betreten. Der geht natürlich wohin? Zum Boden, ey. So, mein Gott, ey. Gibt's doch einfach nicht, ey. Oh, mit der KI haben sie ja richtig losgelegt. Ja, ist ja richtig nervtötend. So. Wer ist für euch frei? Du wirst bloß ausrutschen und hinfallen. Ist doch egal. Wir fallen bei ihm hin. Also bleibt hier so schlimm. Metallquajutsu. Ich muss mir echt für jede Situation irgendwie so ein Geisterdeck herstellen, ne? Na, komm her. War ehrlich? Oh, lass mich rein, das ist so dein Ding, ne? Na, komm mal her. Der hat den auch noch geworfen. Ja. Und tot ist er. Wieder voll in die Wand gerammt, was ist das denn, ne? Alles klar.
Ja, vielleicht brauche ich mal einen neuen Geist oder irgendwie sowas. Hey, was hat denn? Ich sehe da ein Luftschiff. Oh, guck mal da oben, was ich da gefunden habe. Mechaniker des Star Fox Teams, ey. Kann ich den vielleicht kaufen? Oh, Lernjuwel. Mal 5, bitte. Das ist so teuer. Aber finde ich gut, wenn man Level Up Dinger hier kaufen kann. Ah, Dreck. So, den habe ich schon, den habe ich mal gekauft sogar hier. Level 99 Evolution möglich. Dann sollte ich vielleicht mal gucken hier, ob ich irgendwelche sehr starken Geister habe, die ich mit Linia austauschen kann. Aber vielleicht eine gute Idee, ne? Vielleicht einen mit mehr Verteidigung oder so. Bester Rang. Oder hier sollte ich auch mal gucken. Ofen. So, Hector zum Beispiel. Ein Fire Emblem Charakter durch einen anderen ersetzen, ne? Auch da muss ich sogar. Da muss ich sogar andere Dinger hier für opfern. Was? Ich muss seine eigene Tochter dafür opfern? Gengar, Aschnard. Okay, mach. Ja. Opfer ich die eigene Tochter, um den zu rufen. Und ich weiß, das wert. Nach beim Smash aufladen katapultierresistenter irgendwie nicht. Was jetzt nicht so wert, habe ich so ein Gefühl. Und da steht sogar im Besitz. Ah, da ist Viridi. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gebracht hat. Nee, ne? Da muss man wahrscheinlich auch mal irgendwann machen, so wegen Meilenstein oder irgendwie sowas. Lauframme. Der mehr Verteidigung oder Angriffskraft, gucken wir mal. Ach, er kostet ja wieder GP. Ne, Lin ist immer noch besser. Besser aussehen tut sie auch. Gut, ja, das kriegen wir wahrscheinlich wieder nicht hin, ne? Aber langsam Ausdauer, das Kämpfer hinfallen. Der ist langsamer, okay. Gucken wir mal. Ist super Rüstung. Das heißt, ich kann ihn durch nichts irgendwie stunnen oder so. Ja toll, ich habe 10 mehr Dinger. Also ich muss einfach nur draufhauen, wie blöd. Was macht der da für einen Angriff? Hallo? Er springt auf mich und macht mir Schaden. Dadurch war ich auch. Na komm. Da bringt es irgendwie nicht so. Na, ehrlich. Jetzt kommt er und haut mich. Irgendwie einen Charakter nehmen, irgendwie der, weiß nicht, muss halt immer strategisch angehen. Ich kann nicht hier jedes Mal irgendwie an einen Gegner rankommen und den nicht erledigen. So, wer kann denn hier den schön auf den Nerven gehen? Ich würde sagen, da kannst du seiner blöden Dose und so, ne?
Ich glaube, Ausdauer tut irgendwie nicht steigen, weil so, so habe ich mir halt ungefähr vorgestellt. Gehst du mal ein bisschen weiter weg von mir, ey. Ja, nicht haben, wenn die ganze Zeit so nah an einen heran sind. Ich hab meine an, ey. Das soll so funktionieren, ey. Funktioniert sogar so. Geh mal bitte weg von mir. Da schaffe ich ja sowas von so. Sehr gut. Jetzt war gleich seine Dings hier fertig. Ja, wird schon gut gehen irgendwie. Ja, passiert, wenn er dann hier mal Strategien einsetzt, ne? Dreck. Und setzt ein Dings ein. Ihr wisst natürlich immer perfekt, wie man dann einsetzen muss, ne? So, komm her. Wie, du hast meine Dose weg. Ich hol zurück. So. Leck mich. Taktik und Strategie. Katapultiere sicherer und deine Angriffe sehr schwerer zu unterbrechen. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mal ausrüsten, ne? Deine Angriffe sind schwerer zu unterbrechen. Warum denn nicht? Hallöchen. Die Eisklimmer. Ach, ich habe jetzt noch. Egal. Ich schieß mal einen an. Kung Fu Ente. Na, guck mal, ich stand da und es ist nichts passiert. Ah. Warum habe ich so Probleme mit dir, ey? Oh, die haben mich schon wieder eingefroren. Oh, Junge. Weg raus, mein Gott, ey. Nein, ich wollte meine... Oh, gut. Was? So, Nala, du gehst weg. Mal direkt mal steuern. Na, wieder ein paar Lernjuwele. Oh. Ist hier irgendwie ein Geist, der irgendwie mehr Lernjuwele geben würde, das wäre richtig gut.
Oh, ist der jetzt alles weg? Sehr gut. Jetzt kann ich da unten hin. Ha. Na, erstmal hochleveln, mehr oder weniger. Und das wollte ich, ne? Okay, sparen. Wo ich wieder irgendeinen Mist hier kaufe. So, boom. Und zeig mal. Eisclimber. Jo. Was vielleicht ein bisschen schwieriger, weil die jetzt beide hellblau sind, aber oh, ich will laden. Main. Und ich wollte Dings ausrüsten, mein Gott. Ich habe mich gerade gewundert, ich bin schwieriger hier. Ich könnte schwören, ich war jetzt gerade schwieriger wegzuhauen, aber hier resistenter. Okay, er ist so ein Geist. Ach so, ich dachte, er wäre okay. Wo sind die, die ich gerade bekommen habe? Tempo runter macht ja aber katapultiersicherer. Nehmen wir das mal. Vielleicht bringt es das ja. Und ich laufe nur als Nana. Und wie auch immer deine Rede mal hieß. Aha. Ich dachte, da kommt ich gar nicht vorbei. Oh, Truhe. Break through the ice. Der kriegt auch noch Musik anscheinend. Ich will da oben hin. Ich wollte gerade sagen, da gibt es bestimmt Körper. Über Körper ich doch schon. Kirby habe ich doch schon seit Anfang an. So, weiß hier. Nee. So langsam weiß ich aber auch nicht mehr, wo ich noch hin kann und wo nicht. Bowsers Festung war zu schwer hier. Ich glaube, hier lang könnte ich noch gehen. Was ist hier denn noch? Wie komme ich da hin? Ich will da oben eigentlich hin. Danke. Halt, halt da oben. Relaxo versperrt den Weg. Außer aus Smash. Boah, ich habe gerade gewechselt, ey. Siege innerhalb des Zeitlings. Ist er bewegt. Der Gegner bewegt sich kaum. Okay. Oh Gott, was? Klappt halt so. Da hält sich sogar. Ja, schon, das schaffen wir. Gegner bewegt sich kaum, der bewegt sich überhaupt nicht. Trefft er nicht, was? Ja, komm schon, das schaffen wir auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Boot und holt den ab, oder was? Okay. Ja, der war gut. Der Baseballschläger, der wäre jetzt gut. Da ist das jetzt irgendwie King K. Rool zweimal ein Superpilz oder was? Hier auf sein Gesicht. Hier auf sein Gesicht, Nana. Halt so irgendwas hoch, aber das wird denn auch nichts bringen. Okay, das war relativ einfach. Finde ich gut.
Muss ja auch mal sein, ne? Warte mal hier. Silver der Hedgehog. Mit einem schwarzes Loch der Gegner Items. Ah, bitte nicht. Oh Gott. Das ist ein sehr denkbar blöden Ort hingeschmissen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Jetzt fängt die Verwirrung an. Ich weiß nicht, welchen von den beiden ich bin manchmal. Oh. Boah. Okay, aber einfach gut, einfach ist gut manchmal. So, wir machen einen Fortschritt hier. Blessy, Riesenverwandlung für Gegner. Ja, Memmaster, New 3D World. Hey, geh nicht auf meine Braut los, außer ich bin die Braut. Weiß nicht, ich habe ja durch die Kostüme ja gewechselt. Kann sein, dass ich irgendwie jetzt hier Nana bin. Was? Banane hat den fertig gemacht. Verhindert versinken im Wasser. Natürlich kann auch so einen Bauchplatscher machen. So, weswegen bin ich jetzt hingegangen? Weil ich die Strömung eher reiten kann. Wen haben wir hier? Esna. Keine Ahnung. Leichter Dauerschaden. Wie du das möchtest gehen, lädt sich schnell auf. Ja, geil. Dieser voll putzig. Wollte schon sagen, was meine Baut nicht an oder mich, keine Ahnung, weiß nicht, wer ist. Na komm, das jetzt sein können. So, für durch irgendwas wurde meine Sprungkraft erhöht. Den letzten Part, so, wo bin ich? Mir schon aufgefallen, als ich irgendwie Fox gespielt habe. Ja, super, geil. Sag mal, kannst du dich mal wieder von irgendwas treffen, ne? Alter. Ich kam wieder gar nicht dazu, ihn zu treffen, ey. Manche Kämpfe, ne? Was hat? Boah, Junge. Soll nicht so nervig sein jedes Mal. Man kann zum Aufhören immer da reinzufliegen. Hey, der tut die prioritieren, oder wie auch immer man nennt. Komm schon. Der rennt aber auch die ganze Zeit weg, ne? Oh.
Boah, warum habe ich so Schwierigkeiten, den wieder zu treffen, ey? Jawohl, danke, Björn. Folgen Ei gegen die Fresse geworfen. Boah, was ist das hier schon wieder? Der bewegt sich so langsam und ich krieg den nicht getroffen, ey. Hol den raus, komm. Ich war sein, ey. So, mein Gott. So schwer war das doch jetzt gar nicht, ey. Ja. Was? Eieieiei. Dios mios. So, wir haben hier Pikachu. Wir gehen in den Kampf und befreien den Kämpfer. Tun jetzt tun bei jedem Angriff irgendwie ja machen. Hey, fass meine Braut nicht an. Außer ich bin die Braut natürlich wieder. Das ist noch nicht so. Das steht noch nicht so fest. Er ist voll verwirrt mit den Eisklimmern zu spielen. Ne? Weiß nicht wirklich, wer du bist von den beiden. Ich habe deinen Blitz mit meinem Hammer abgefangen. Jetzt hat sich mein Hammer in Thors Hammer verwandelt. Geil. Pikachu kämpft nur mit. Pikachu. Okay, ich krieg immer 10 Lernjuwelen von den Dingern, ne? Wenn ich einen Kämpfer befreie, so wie das ausschaut. Hör mal hier rein. Oder weiß denn ja noch? Pico. Dreck. Okay, kriegen wir den noch? Der Gegner scheint mit der Ultralaser-Knarre. Ich dachte mit Ultra Smash. Wäre ein bisschen krass gewesen. Mir merke ich nichts von dieser Unbesiegbarkeit, weil ich irgendwie hier so ein bisschen nicht so anfällig gegen Angriffe bin. Ich glaube, ich wieder umrüsten. Na, ist er nicht auch irgendwie so ein Angriff? Die Musik ist irgendwie komisch. Ich mal annähernd an wie F-Zero, einfach nur so an. Was? Ich kann 2 Items auf einmal aufnehmen mit den Eisklimmer. Cool. Ja, ich nehme mal an, einer von denen. Geil. Jeder von denen kann irgendwie einen Gegenstand aufsammeln, ne? Macht Sinn, ne? Gesehen, ich habe diesen Spike-Kopf hier oder was auch immer sein soll aufgesammelt, aber ich hatte noch dieses Feuerschwert, dieses Feuerballschwert. Hallo, wo sind wir denn hier noch? Smogmog, den habe ich auch noch. Der Griff Giftschaden zieht durch die Stage, aber auch beim Gegner, ne? Smogmog. Hey. Nö, der Gegner ist natürlich wieder nicht dadurch. Alter. So. Wir schaffen aber wieder hier was. Cool.
habe ich wieder ein neues Gebiet hier freischaltet. Wir haben jetzt einen Lauf, cool. Ah, das ist eine F-Zero Auto, nehme ich an. Aber dann kommen wir bald hier zu Dings, zum dritten Charakter, wer auch immer war. Ich glaube, der Bewohner, ne? So, mach das auf. Gerne nicht. Lass mal hier den Wissensbaum gucken, aufleveln. So, wir arbeiten hier drauf hin. Vielleicht all deine Spezialtechniken. Das klingt doch überhaupt nicht verkehrt. Ja, die haben wieder neue Sachen zu verkaufen. Majora. Wir haben letztens erstmal den finalen Bosskampf im Internet angesehen, ey. War voll krass. Verstörend. Ich kann mir nichts davon leisten. Stimmt, ich habe meine Geister und so gefüttert, ne? Ja, guck mal, ob ich einen Meilenstein oder so freigeschaltet habe oder irgendwie sowas. Zum ersten Mal einen Geist gerufen, ja, habe ich doch gesagt. Sowas irgendwie. Nein. Irgendwie sowas habe ich doch bestimmt freigeschaltet. Ja, doch mehr. Shaman. Wieder ein bisschen Musik kaufen. Cool. Oh, die sind allzu teuer. Gut. Was das für diesen Mal? In der nächsten Folge. Hoffentlich kriegen wir, machen wir ein paar Fire Emblem Charaktere. Kriegen wir hoffentlich irgendwie diese Fire Emblem Meilenstein Ding ja fertig und. Ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich sehe euch in der nächsten Folge. Ciao, ciao.